Ne, Natururin schon wieder dran. Weil ich jetzt gerade schon wieder am Bier trinken bin, kann ich jetzt den letzten Teil der 10-Tages-Wanderung machen. Also am 10. Tag, das war der letzte Tag der Wanderung, da bin ich immer noch den Harzer Hexenstieg gelaufen, beziehungsweise wir, von Altenbrak, beziehungsweise zwischen Altenbrak und Treseburg, bis nach Thale. Da haben wir insgesamt 14,3 km gelaufen. Jetzt Tag 10 von der 10-Tages-Wanderung. Start kommt. Guten Morgen. So habe ich gepennt. Hier diesen, hier, wie heißt denn das nochmal? In dem Haus. Jetzt letzter Tag beginnt. Mit Beinelaufen. Mit Arschloch. Und diese Scheißkerzen, die brennen immer noch. Gleich erstmal ein bisschen aufräumen. Und dann pinkeln und dann hier scheiß Zähne waschen und dann loslaufen. Erstmal Urin machen. Erstmal ein scheiß Knurrpass fressen. Fertig. Diese Müll, den wir hinterlassen haben, beziehungsweise was wir in den scheiß Taschen mit hatten. Habe ich jetzt hier reingestellt, bis wir eine Scheißmülltonne treffen. Dann wegschmeißen. Ich hab den Scheißmüll hier reingesteckt, weil das voll scheiße ist, wenn das hier rumhängt. So, jetzt Start kommt. Ne, Fluss gefunden. Fluss. Ne, Matsch gefunden. Matsch. Ne, voll Kuhlsteine. Ach ja, wir sind kurz vor 10 losgelaufen. Und eben gerade war auch richtig voll kalt. Und wo wir dann hier unten waren, eine halbe Stunde später, wurde das plötzlich voll warm. Das war voll cool. Oh Scheiße, mein Scheißrad ist schon wieder verstopft. Ne, das sieht voll cool aus. Von oben. Sogar mit Bank. Ne, schon wieder Steine gefunden. Da. Pflanze mit Urinfarbe. Ne, das Laub. Arschloch kommt. Arschloch kommt. Voll Fettbaum. Voll Fettbaum. Baum mit Fett dran. Voll Fettbaum, bloß runtergefallen. Wieder letztes Mal Wasser vom Bach abnehmen. Vom Scheißfluss. Ja, der Scheißfluss ist, das ist voll cool Wasser. Kann voll geil saufen. Wird besser als Leitungswasser. Jetzt weiter zu gelaufen. Steine. Schon wieder Treppe gefunden. Voll cool Berglandschaft. Und da hinten ist Fluss. Vielleicht mit Hirschurin dran. Ja, aber voll hier windig. Voll cool. Schon wieder Treppe runterlaufen. Aber wir laufen jetzt diesen ganzen Weg runter. Hier runter und dann hier die ganze Berglandschaft. Mit dieser scheiß Rolltasche. Teufelsbrücke gefunden. Und hier ist voll cool Fluss. Und da ist auch voll cool Fluss. Steine. Schon wieder Steine gefunden. Da. Steine. Da hinten, da ganz oben. Lift gefunden. Lift. Toilette gefunden. Lift gefunden. Bloß von ganz nahen dran. Das geht. Ja, das geht da hoch zu diese Scheißberge. Oh Scheiße, wir sind schon in Thale angekommen. Das war wieder viel zu kurz, die Strecke. Das hier ist Thale.
Ich hab euch Tale gezeigt. Oh Scheiße. Eine Zecke. Was? Eine Quittung geben. Bahn fahren. Zurück zu gefahren. Nach Magdeburg erstmal. Und dann weiter. Am Hängen. In Magdeburg anzugekommen. Jetzt ein 6er Bier kaufen, damit wir Bier trinken können und danach gleich umsteigen. Ich bin immer noch in Magdeburg und ich bin sogar zweimal Aufzug gefahren, weil meine Gummisachen von meiner scheiß Schuhsohle abgelaufen ist. Meine Schuhe, wie abgenutzt sie sind von dieser Marsch, werde ich euch später zeigen. Ne, wir fahren schon wieder Zug hier bis zum Richtung Peine Ost. Erstmal Braunschweig. Meine scheiß abgenutzten Schuhe sehen so aus. Da ist ganz viel scheiß Gummi weggeflogen. Und dieser Schuh sieht auch nicht besser aus. Wenn das hier auf so einen Stein trifft, dann rutscht man voll schnell aus. Die sahen vor dieser Wanderung viel, viel besser aus. Ja, wir sind im bekloppten Braunschweig angekommen. Und jetzt umsteigen. Ja, ich sitze im Zug und das ist sogar ein Bierzug. Jetzt kann ich wieder endlich Bier trinken. Bier trinken? Müssen wir gleich umsteigen in so einen scheißdreckigen E-Hux. Scheiße, wir müssen gleich in so einen dreckigen Eriks einsteigen. Ich find den scheiße, weil man da noch nicht mal Bier trinken kann. Arschloch. Arschloch. Wann kommen wir an diesen verschissenen Hannover an? 20.41 Uhr. Wie spät haben wir es? 20.22 Uhr. 41 kommen wir an? Oh cool, dann kann ich noch ein Bier trinken. Das hört sich gut an. Ne, dieser verschissene Scheißzug, der muss hier Stopp machen. Weil irgendwelche dreckigen Scheißzüge vor ihnen sind. Unsere dreckige Umsteigezeit. Die beträgt nur 10 Scheißminuten. Deswegen kann das vielleicht spannend werden, ob wir den vergifteten Anschluss da erreichen. Der verschissene Scheißzug fährt los. Oh Scheiße, weil dieser dreckige Anschluss nicht gekommen ist, müssen wir hier in Scheiß-Hannover vergammeln. Und Scheiße. Da kommen wir und ich auch noch viel später nach Hause. Das ist voll dreckig. Ne, wir fahren jetzt mit diesen Scheiß-Eriks, wo er doch nicht mal Bier trinken kann. Da müssen wir noch ganz viel warten, bis man wieder Bier trinken kann. Ne, Dunkle kommt. Ne, gleich scheiße umsteigen und dann muss ich diesen Arschloch tschüss sagen. Und dann muss ich weiterfahren. Da wird mir mein Wurfzelt, was ich da gelassen habe, weil wir so ein Scheißzelt hier drin hatten, abholen und dann wieder zurück nach Hannover fahren. Ich hoffe, dass ich meinen Scheißzug wieder erwische und dass ich auch den Anschluss in Hannover erwische, weil dieser Scheißzug, den ich gleich erwischen sollte, ein bisschen Scheißverspätung hat. Was diesmal cool wäre, weil ich sonst nur eine Scheißdrecksminute umsteige Scheißzeit habe. Ja, und dann komme ich sehr spät zu meinem Dreck hier nach Hause. Scheiß Umsteigezug warten und der kommt gleich, aber er hat Verspätung und ich hoffe, dass der nicht zu viel Scheiß Verspätung hat, damit mein Scheiß Umsteigezug in Scheiß Hannover pünktlich erreichen kann. Ich geh siezen. 16.17 Uhr sind wir losgefahren mit der Scheiß Bahn und jetzt bin ich auf dem Weg nach Hannover und es ist jetzt schon 11:30 Uhr. Ich habe große Angst davor, den Anschluss nicht zu erreichen. Entweder, wenn ich Glück habe, bin ich vielleicht 3 zu Hause oder 2. Wenn Pech, dann 6 Uhr. Du Scheiße. Mein Zug ist 11:20 Uhr abgefahren.
Ich bin 11.25 Uhr angekommen, weil das Verspätung hatte. Das ist voll scheiße. Ich muss jetzt bis 4.20 Uhr warten, um überhaupt wieder nach Hause zu kommen. Es wird wieder diese voll scheiß Wartezeit. Aber ich bin nicht der Einzige, der jetzt die ganze Zeit am Warten ist, bis morgens früh der erste Zug kommt. Da ist so eine ganz voll Fettschlange bis zum Informationszentrum, weil hier die ganzen Scheißzüge Verspätung haben. Oder die den Umstieg nicht vielleicht verpasst haben, genauso wie ich. Ne, wir haben jetzt 13:30 Uhr. Noch keine Ahnung, 2 Stunden? Ne, 3 Stunden sogar. Noch warten. Ich habe mir von teuren Scheißkiosk ein Bier gekauft, damit ich Bier trinken kann. Eine halbe Scheißstunde noch, bis Zug kommt. Und jetzt erst mal Bier trinken. In Scheißzug eingestiegen. Jetzt nach Hause fahren. Ne, es ist kurz vor 6 Uhr, ich bin in Scheißbremen angekommen. Jetzt gleich kommt meine Scheißbahn nach Bremen-Sebaldsbrück. Da muss ich da umsteigen zu meiner Scheißstraßenbahn. Ne, da, ich glaube, da vorne kommt mein Scheißzug. Seht ihr das? Ne, das ist doch nicht mein Scheißzug, das ist mein Güterzug. Ich muss doch mehr warten, das ist voll scheiße. Ja! Dann kommt mein Scheißzug! Ne, ich bin in Scheiß-Sebaldsbrück angekommen. Gerade ausgestiegen. Und jetzt. Straßenbahn erwischen. Ne, ich bin auf meiner verschissenen Dreckstraße. Und ich werde jetzt gleich zu Hause angekommen. Ne. Es ist 6:07 Uhr. Und ich bin zu Hause angekommen. Ich werde jetzt erstmal wichsen und dann schlafen gehen. Das war auf jeden Fall voll cool, 10-Tage-Tour mit Scheißbeine rumwandern. Ich freue mich auf die nächste Scheiß-Wandertour. Das war auf jeden Fall voll cool, ich mag das. Nee, das war Tag 10 von der 10-Tages-Wanderung gewesen. Das war auf jeden Fall das letzte Video der 10-Tages-Wanderung, weil ich das voll cool fand. Weil das auf jeden Fall nicht die letzte mehrtägige Fernwanderung. Ich blende euch noch einmal eine Auflistung auf mit allen Tagen, mit Ortschaften und Anzahl der Kilometer auf. Man sieht, dass ich insgesamt 242,1 km gelaufen bin. Ich würde jetzt langsam Schluss sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.